So, moin Leute. Schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt einmal kurz getankt, weil wir machen uns heute auf dem Weg ein bisschen weiter weg. Und zwar geht es heute zum guten Marc nach Viersen, glaube ich, ist das da. Allen anderen bekannt vielleicht als Kartech. Und zwar hilft er mir aus. Ich habe nämlich ein kleines Problem mit meinem 5er BMW. Und er hat ja auch 5er BMW und hatte welche und hat jetzt mehr und so Sachen. Und er hat Sachen, die ich brauche. Und deswegen fahre ich jetzt heute dahin. Ich erzähle euch auch gleich mal, wieso genau und was ich da für Teile abhole. Eins vorweg, es war meine Dummheit. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los und dann sehen wir uns zwischendurch auf der Fahrt. Das sind jetzt über 100 Kilometer, die ich jetzt fahren muss. Zwischendurch werde ich ein bisschen was dann erzählen dazu. Ja, was ist eigentlich der ganze Grund meines Besuchs bei Marc? Ja, und zwar geht es darum, ich habe mein E39 ja, geschrottet, will ich jetzt mal nicht sagen, aber ich hatte einen Unfall mit dem E39. Und ist alles glimpflich ausgegangen, jedoch sieht das Auto jetzt nicht mehr so schön aus, muss ich sagen. Und dementsprechend brauche ich jetzt halt ein paar Karosserieteile, um das Ganze halt wieder zu richten. Der Marc kann mir da gut aushelfen, weil er halt einiges an Ersatzteilen oder an Karosserieteilen da hat. Und er hat gesagt, hey Chris, ich habe was da, komm vorbei, nimm mit, was du brauchst und dann passt das schon. Ja, deswegen bin ich unterwegs. Ja, wie ist das nämlich passiert? Und zwar habe ich einen massiven Heckschaden an meinem Fahrzeug. Ziemlich blöde Geschichte an sich. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich bin vor einigen Wochen umgezogen und wir hatten in unserer alten Wohnung einen Parkplatz, wo ich immer schön rückwärts eingeparkt habe. Ich habe da immer irgendwie meinen Stammplatz gehabt, weil sich da irgendwie nie jemand getraut hat zu parken, wie es auch immer, war wohl zu kompliziert reinzuparken. Für mich war das nie ein Thema. Ne? So, dann war der Tag des Umzugs und ich hatte auch einen Anhänger dabei. Nun habe ich halt diesen Anhänger auf den Parkplatz gestellt über Nacht und musste halt nebendran parken. Nebendran ist das Problem, dass da ein Baum ist. Ja, und ich schön rückwärts eingeparkt, leicht verträumt gewesen, dachte ich, fahre auf meinen Stammplatz rückwärts rein und fahre halt schon mit einiges an Schwung nach hinten und dann hat es einmal richtig gescheppert. Ja, Ende vom Lied. Der Baum hat eine Fusion mit meinem Kofferraum gemacht. Das heißt, Baum und Kofferraum waren so gesehen eins gefühlt. Wieso ist das genau passiert? Und zwar bin ich nicht unbedingt zu weit rückwärts gefahren, sondern das hauptsächliche Problem war einfach, dass der Baum schräg gewachsen ist. Der wächst nämlich schräg in den Parkplatz rein. Das heißt, ich kann nicht bis zum Bordstein rückwärts fahren, wie ich es sonst immer normalerweise gemacht habe. Ja, sieht gar nicht so schön aus. Ich zeige euch das gleich einmal, wenn wir da sind. Ja, blöde Geschichte, ist halt leider passiert. Eigene Dummheit, würde ich sagen. Ja, deswegen fahren wir jetzt einmal Richtung Viersen und ich zeige euch gleich dann einmal, wenn wir da sind, wie es im Heckabteil so aussieht. Boah, Leute, gerade war heftig. Jetzt irgendwie auf Höhe Mülheim-Stürum, kurz vor Mülheim-Stürum auf A40. Und da hat sich gerade so ein Peugeot aber mal richtig zerlegt. Der Frau geht's gut, die das Auto gefahren ist. Da waren jetzt irgendwie zwei Autos beteiligt. Die haben jetzt alles schon abgesperrt und haben jetzt von sich aus da schon die Leute dran vorbei manövriert. Die Polizei ist auch schon unterwegs, so wie es aussieht, und Rettungswagen. Von daher, da denke ich mal, ist alles in Ordnung. Aber die hat es richtig erwischt. Irgendwie so ein Peugeot 206. Die muss wohl in der Kurve, das war so eine langgezogene Kurve,
muss das Auto irgendwie ausgebrochen sein, so wie es ausschaut. Und dann ist sie, ich glaube, links gegen die Leitplanke, dann rüber, rechts gegen die Leitplanke. Und dann hat die sich gedreht und ist links wieder rüber und frontal nochmal in die Leitplanke gekommen. Das Auto ist durch. Das Auto ist voll durch. Ja, du bist jetzt gerade so ein bisschen über die Trümmer noch gefahren, so dass der Verkehr irgendwie halbwegs weiter kann. Und da lagen halt überall Teile auf dem Boden. Sogar der ganze Luftfilterkasten aus dem Motor lag da rum. Das ist schon heftig. Ja, aber die Leute haben alle gut reagiert. Ich war irgendwie, glaube ich, der Fünfte. Also gerade als die stehen geblieben sind, kam ich gerade drauf gefahren, direkt Warnblinker und schnell reagiert. Und da kamen aber auch schon drei Leute dahin. Und die haben sich dann jetzt um alles gekümmert. Ne, weil es sollen ja nicht zu viele Leute dann drumherum stehen. Allen geht's gut, so wie es aussah. Und ja, aber einen kleinen Schreck gekriegt. Also, damit rechnet man nicht. Ne, dass mitten in der Kurve auf einmal steht alles. Ne, und da kam dann nur so eine große Wolke nach oben. Da ist wahrscheinlich der Klimakondensator geplatzt. Ne, und dann im Prinzip alles hochgegangen. Aber naja, hart. Ich habe noch 50 Kilometer, wir sehen uns gleich. So Freunde, ich bin da. Oh, hier Auto ausmachen. Es regnet jetzt ein bisschen draußen, deshalb würde ich sagen, ich gehe jetzt mal schnell rüber, versuche so trocken wie möglich zu bleiben. Ich habe es gerade gelesen. Hast du gerade gelesen? Hallöchen. Ich hab die Scheiße, komm, geh weg. Grüß dich, hi. Alles gut? Ja, läuft soweit, ne? Gut gefunden? Ja, super gefunden. Ja. Ich habe gerade es gelesen. Ja, ist doch kein Thema, ist kein Thema. Wir sind gerade am Auto dran. Egal, boah, ist richtig was los hier, ey. Ein bisschen, ne? Ein bisschen was, ne? Wahnsinn. Was macht er da Schönes? Hi. Hi. Am Kia. Kia? Ah, sehr schön. Grüß dich. Ja. Hi. Wahnsinn, ey. Querlenker. Ja, haben wir gerade schon. Antriebswelle, Manschette. Antriebswelle, Manschette, also Wahnsinn. Das ist eine super Arbeit. Ja, das glaube ich. Weil man keine Ahnung hat, wie die Scheiße rausgeht. Ja, das ist auch so schön sauber. Ja, Antriebswelle, ja gut, da ist ja meistens so ein Sprengding dran. Ne? Ja, aber kannst du gucken, ist kein. Wenn man meistens irgendwie lösen muss und dann einfach nur runterkloppen, die Scheiße. Ne? Ja. Aber ist kein Sprengding. Also, was ist denn da? Ja, in dem Fall einfach runterkloppen. Ja, haben wir gerade 3 Stunden. Oh mein Gott, hier ein bisschen versucht. Das Holz hat schon, ein bisschen gelitten. Oh. Da kannst du ja nicht einmal direkt draufhauen. Ja. Könntest du aber. Ist das keine Presse? Ich habe eine Presse, aber die bringt ja nichts, die genau entgegensetzt. Das heißt, du willst ja reinpressen. Nee, es gibt ja so Aufsätze, die du dann zwischenschraubst yeah. und dann auseinanderdrückst. Nee. Könntest ja. Ja, gut, hier ist ja so ein Gummiding einfach so, ne? Ja, in dem Fall, dann, du einen anderen Hammer da vorlegen. Schwierig. Ja, stimmt doch so. Die Spitze. Der Zahn hier abbricht, ne? Ja, das ist natürlich eine Sache, ne? Ja gut, das sollte eigentlich nicht passieren, ne? Deswegen fährt man BMW, da muss man sowas nicht machen. Ich habe noch nie eine Antriebswelle bei BMW gemacht. Was hältst du denn so davon? So? Also zwei, ich muss dann zwei draufstecken. Ja, bleibt nichts anderes übrig, ne? Versuchen das auszutreiben. Sieh mich danach aus. Wahnsinn. Ist doch irgendwas drauf. Ich habe jetzt nicht leicht gehauen. Wir probieren jetzt hier mal ein bisschen was und dann gucken wir gleich auch weiter. Ich mache euch einmal kurz aus. So Leute, Antriebswelle hat nachgegeben. Nach 30 Stunden. Wir haben jetzt das Tripoidgelenk gelöst von der Getriebeseite. Ich wusste nicht mal, wie das heißt. So, der Marc macht das hier schon sauber. Ja, so ein komisches Gelenk mit ja. So drei Dingern. Deswegen alles richtig schön sauber. Oh, machen. Einfach. Ja, jetzt geht, ne? Oh. Ja, aber Katastrophe beim Kia. Ja. Radseitig, das Gelenk, null Chance. Ja, Shannon hat es ja auch versucht. Ja, eben, ja, Mr. Dude hat es auch versucht, genau. Haben wir jetzt gerade mal nämlich noch gesehen. Ja. Er hat es auch nicht hinbekommen, er hat eine Universalmanschette genommen und drüber gestülpt. Ja, die Getriebeseite einfach halt. Ja, also Kia. Gibt's ja. Immer nie kaufen. Hyundai, beide denke ich. Kia, Hyundai. Niemals kaufen. Ja, oder Getriebeseite lösen, das Tripoidgelenk leicht runterhämmern und dann läuft das schon. Ja, aber ich gehe jetzt mal dahin, wieso ich überhaupt hier bin.
Zeig deine Errungenschaft. Ja, ja. Marc hat mir schon alles beiseite gelegt hier. Deswegen gucken wir mal. So. So haben wir hier schöne Heckklappe. Ja. Schöne Heckklappe. Ist jetzt rot, muss natürlich dann lackiert werden entsprechend. Aber ist halt einfach so. Wir gehen einmal kurz raus. Ich wollte euch ja noch zeigen, wie das hinten aussieht. Deswegen gehen wir einmal kurz zum Auto. Oh, das nieselt so ein bisschen. Das geht schon. Einmal fix, dann zeige ich euch einmal, was passiert ist. Ich habe da schon ein bisschen gegengeklöppelt, deswegen sieht das jetzt gar nicht mehr so schlimm aus. Es kommen hier Autos überall. Ein Auto, ein zweites Auto. So, nur einmal ganz schnell. Jetzt seht ihr hier. Na, das kriegt man halt gar nicht mehr irgendwie instand gesetzt. Deswegen tauschen wir die komplett aus. Und werden die natürlich dann vorher lackieren. Einmal alles umbauen dann auch. Und ja, wie gesagt, das kommt. Deswegen, wir holen die jetzt erstmal nur ab. Ich lade die gleich auf. Und dann fahre ich gleich wieder nach Hause. So. Na gut, wir sind hier durch. Marc, vielen Dank nochmal. Ne? Kein Problem. Danke fürs Helfen hier. Ja. Sehr gerne. Ja, ihr habt jetzt noch die andere Seite vor euch. Ja. Aber das schafft ihr, glaube ich, auch. Ja, jetzt wissen wir, wie es geht. Ja. Easy. Außerdem ist das Öl jetzt einmal raus aus dem Getriebe, also von daher. Ja. Direkt mit auffüllen. Ja gut, ja, ne? Ich mache mich auf den Weg. Wir sehen uns gleich im Auto. So Leute, wir sind unterwegs wieder nach Hause, also zurück. Heckklappe ist eingeladen. Ja, jetzt ist die Frage, was ich jetzt am besten damit mache. Weil, wie ihr gesehen habt, die ist natürlich nicht silber. Das heißt, die muss auf jeden Fall noch lackiert werden. Das heißt, ja, ab zum Lackierer damit. Aber ich würde sagen, vorher werden wir die Heckklappe nehmen, komplett zerlegen, also komplett alles auseinanderbauen. Jetzt bin ich nicht abgebogen, das ist natürlich blöd. Egal. Ja, komplett zerlegen und einmal komplett bearbeiten, also schleifen, spachteln, falls da irgendwie Kratzer oder kleine Dellen drin sind. Und dann werden wir die Heckklappe einmal komplett grundieren und dann gebe ich die zum Lackierer. Ne, dass er dann nur noch die Farbe halt im Prinzip draufschmeißen muss. Und ja, das ist so der Plan, würde ich sagen. Den Link zu Marks Kanal findet ihr in der Videobeschreibung, KTechYT. Verlinke ich euch. Gebt mal bei ihm einen Daumen hoch da. Abonniert den Kollegen auch. Sehr, sehr netter Typ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert diesen Kanal. Ich würde mich freuen. Gebt einen Daumen hoch und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Ciao.